Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Skill-Tutorial hier auf meinem Channel. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr mit Leichtigkeit den Lateral Heel-to-Heel-Flick ausüben könnt. Ist ein 3-Sterne-Skill-Move, das heißt auch Spieler wie beispielsweise Haaland können ihn sehr gut auspacken. Ich habe da schon zu eine Finesse-Schuss-Kombo gezeigt, heißt, dass ihr den Lateral Heel-to-Heel ausübt, dann direkt einen Finesse-Schuss ausübt aufs Tor, was ziemlich gefährlich ist. Nichtsdestotrotz ist der Skill an sich betrachtet auch ziemlich hilfreich, gerade wenn ihr schnell die Richtung wechseln möchtet und wie gesagt, beispielsweise Spieler mit nicht so vielen Skill-Sternen habt wie Haaland. Deswegen kurz zum Skill. Dafür braucht ihr nichts weiter als den L1-Button und den rechten Stick. Ihr fangt an, ihr müsst während des ganzen Skill-Moves den L1-Button hier gedrückt halten, heißt, ich habe den Finger jetzt die ganze Zeit hier drauf. Dann müsst ihr folgendes tun, mit dem rechten Stick in eine Seite des Spielers, beispielsweise nach links, und dann in die entgegengesetzte Seite des Spielers, heißt beispielsweise fangt ihr an mit links rechts oder halt wie gesagt rechts links vom Spieler aus gesehen. Wichtig heißt beispielsweise im Spiel, wenn ihr nach rechts lauft, L1 natürlich immer gedrückt halten, ist natürlich rechts vom Spieler unten, links oben, und dann könnt ihr den Skill Move auch so ausüben. Geht natürlich nach beiden Seiten, heißt, wenn ihr den Skill-Move beispielsweise nach links ausüben möchtet, müsst ihr mit der rechten Seite vom Spieler anfangen und spiegelverkehrt natürlich genauso. Falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Das war's auf jeden Fall zum Skill-Move. Wie gesagt, ziemlich cool zum Lernen, gerade auch, wenn ihr schnelle Richtungswechsel anvisieren wollt. Dementsprechend würde ich sagen, viel Spaß beim Üben, haut rein, meine lieben Freunde, und Peace.